Ja, vielleicht noch zum Abrunden. Eins, was etwas Exotisches ist. Es ist so, ich war vor etwa anderthalb Jahren in Tunesien in der Ferien. Dann bin ich in ein Oasenstädtchen reingekommen, das heisst El Hama. Und der Name El Hama, der hat mir dort so angetan und auch die ganze touristisch-arabische Atmosphäre. Und das hat dort mit der Zeit ein Lied gegeben, wo eine Art arabische Ballade ist. Der Sidi Abdel Assar von El Hama. Man kann nicht sagen, dass es ein sehr ernster Beitrag ist zu der arabischen Frage. Aber ich singe es jetzt gleich. Der Sidi Abdel Assar von El Hama hat mal am Morgen früh noch im Pyjama in Straße vor der Moschee zwei schöne Augen gesehen. Das ist der Anfang worden von seinem Drama. Sie war Tochter von Mohammed Mustafa. Der Abdel Assar hat nicht mehr schlafen, bis er bei Mohammed um die Hand angehalten hat und gesagt, ich biete 150 Schafe. Der Mohammed hat geantwortet bei Allah: Es freut mich, dass meine Tochter dir hat gefallen. Doch wert ist sie, meine Seele, 220 Kamel, und drunter kann ich dir sie auf keinen Fall lassen. Da hat der Abdel Assar gesagt, oh Sidi, auf so einen teuren Handel gang ich nicht ein. Ist fort, hat gleich drauf schon eine billigere genommen, die nicht so schön war, dafür eine gescheite. Doch wenn es Nacht wird über der Sahara, schaut er der Mond am Himmel hell und klar an und trauert hier und da den schönen Augen an und denkt, hätte ich doch früher an fast sparen.